In der heutigen Newsfolge geht es um Großbritannien streicht Motorsportveranstaltungen bis Ende Juni, Windkanalverbot wird 2022er Boliden bis Februar 2021, Fittipaldi und Deletris bleiben Test- und Ersatzfahrer bei Haas, Formel 1 gründet mit 7 Teams Project Pitlane. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. In Großbritannien werden alle Motorsportveranstaltungen bis mindestens 30. Juni abgesagt. Der Formel 1 Grand Prix in Silverstone ist aber erst 3 Wochen später, aber ob er verschoben oder sogar abgesagt wird, ist noch unbekannt. Die Formel E kommt erst Ende Juli und die MotoGP Mitte August auf die Insel. Das Euro-NESCAR-Rennen in Brands Hatch, das für den 6. und 7. Juni geplant war, wird dann wohl abgesagt, eine offizielle Absage fehlt von der Rennserie aber noch. Vorerst wurde der Motorsport in Großbritannien bis Ende April stillgelegt. Das Leben mit dem Coronavirus ist auf der Insel genauso wie in Deutschland. Vor einigen Tagen wurden die Regeln für 2021 wegen dem Covid-19 auf 2022 verlegt. Bis Februar 2021 wird es ein Windkanalverbot geben. Darauf haben sich die Teams, die FIA und Liberty Media geeinigt. Der Grund ist die Kostenreduzierung. Die Budgetobergrenze, die bereits nächstes Jahr kommt, soll noch weiter nach unten gedrückt werden. Zu Zeiten Max Mosseys lagen diese bei 40 Millionen Euro. Die Ingenieure der Teams denken darüber nach, welche Komponenten bis Ende 2021 eingefroren werden könnten. Möglich wären Getriebe, Radträger, Teile der Radaufhängung und vielleicht auch der Kühler, wenn die Motorenentwicklung eingefroren wird. Ferrari und Mercedes wollen sich außerhalb des Chassis nicht so sehr einschränken lassen und Red Bull ist der Meinung, dass sie bei zu hohem Sparen alles kaputt gehen könnte. Experten sind sich sicher, dass die schlanken Nasen dieser Teams, die zum Oberbegriff aerodynamische Flächen gehören, sich als richtiges Konzept durchsetzen, weil dadurch die Kontrolle der Y250-Wirbel besser ist. Hätte man die Nase ebenfalls homologiert, könnten diese Teams den Fehler nicht mehr korrigieren. Haas hat für die Saison 2020 ihre Test- und Ersatzfahrer bekannt gegeben. Wie auch 2019 werden Pietro Fittipaldi und Lewis Deletris diese Posten besetzen. Das hat das US-Team bekannt gegeben. Im November 2018 durften die beiden das erste Mal einen Boliden lenken, und zwar beim Pirelli-Test in Abu Dhabi. Ihre Aufgaben sind auch die Verantwortung für den Simulator. Haas möchte die beiden beim nächsten Hashtag Virtual Grand Prix einsetzen, welchen die Formel 1 am 5. April ausrichtet. Die Formel 1 hat gemeinsam mit diesen 7 in Großbritannien ansässigen Teams Project Pitlane gegründet. Sie arbeiten in Zukunft zusammen, um sowohl medizinische Geräte herzustellen, sie zu liefern und sich gegen das Coronavirus zu unterstützen. Vor ein paar Wochen gab Ferrari auch bekannt, dass ihr Hauptsitz in Italien für die Herstellung von Atemschutzgeräten zur Verfügung steht. Kommen wir zu Mikes Meinung. Viel kann ich ja heute nicht dazu sagen, außer dass wir sowohl die Kostenreduzierung im Windkanal als auch die Absage der Motorsportveranstaltungen akzeptieren müssen, egal ob es uns gefällt oder nicht. Aber eine Sache würde ich gerne mal von meiner Community wissen. Glaubt ihr, dass die beiden Fahrer Fittipaldi und Deletris eines Tages die Cockpits von Magnussen und Grosjean übernehmen könnten? Stimmt mal oben rechts ab. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von HackedBeastYT. Er fragt, wurde das DRS von Mercedes eigentlich als illegal erklärt? Wenn nicht, verstehe ich das überhaupt nicht. Die FIA hat das DRS für die Saison 2020 als legal erklärt, aber für 2021 verboten. Renault ist aber immer noch der Meinung, dass es sich dabei um das Brechen der Parc-Fermé-Regel handelt, weil es während der Fahrt zu einer manuellen Veränderung des Boliden kommt. Aber jetzt seid ihr wieder gefragt. Stimmt mal oben rechts ab. Ist das DRS eurer Meinung nach gegen die Parc-Fermé-Regel? Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.